Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blaze Black 2 im Zeichen der Nutzlocke Challenge. Ich möchte in diesem Part in die Arena gehen, die wir hier direkt haben. Haha. Okay, oh nein, da müssen wir Pokémon wiederholen, was schwimmen kann. Gucken wir erstmal die Route da oben an. Der meint doch da oben, oder? Hoffe ich ja zumindest. Und du, was sagst du? Well, get the DNA split for sure. So you should focus on defeating the gym leader first, okay? Ich habe schon eine gewisse Strategie, denke ich. Okay. Ich glaube, ich möchte im Arena-Kampf gerne meine mein Motra benutzen. Oh, da sind Items. Die Häuser lasse ich jetzt einfach mal ganz gekonnt aus und hoffe einfach mal, dass da nichts Wichtiges ist. Mystic Water, das ist gar nicht so schlecht. Ich bin einfach mal faul jetzt. Sonst renne ich ja wirklich in jedes Haus rein und quatsche hin, das mache ich dann offscreen. Guck mal, das Schiff ist untergegangen. Oder ist das über Wasser? Ich weiß es nicht. Egal. So. Okay, Route 22 wollen wir noch nicht hin. Ich möchte die Arena rushen. Ich habe übrigens offscreen bin ich mal eben losgeflogen und habe mal eben die Attacke vergessen lassen von Dings, von meinem Tangulos, dieses Wipe, Super Wipe Dings Bumsens. Was hat er nur eine Genauigkeit von 85 oder so und das ist mir persönlich viel zu wenig. Waren wir hier schon oben? Ich habe mich verlaufen, alles klar. Ja, waren wir. Und habe ihn dafür Seed Bomb erlernen lassen, weil ich glaube, Seed Bomb ist dann eine bessere Alternative. 100% Genauigkeit, das ist schon besser als Windwipe, YMCA, Dingsbums und bla. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Auf jeden Fall möchte ich jetzt gerne in die Arena gehen. Wir können mal schauen, was ist das für ein Tunnel? Marine Tube, also Walkthrough Aquarium. Aha. Ja, nett. Schön, dass sie ein Aquarium hier haben. Wie geht denn das? Ah, okay. Muss ich über die Blätter surfen. Für die Arena. Gehen wir mal wieder davon aus, dass es ein Dreierkampf wird. Dann werde ich die Menschen auf jeden Fall benutzen. Stella und Motra. So, die drei. Motra muss Training haben. Von daher, gut. Ich überlege ja, was wird denn hier überhaupt gespielt? Oh, ein Elektro-Pokémon. Und auch Wasser. Ich will nochmal gleich zu den Typen zurück und fragen, was hier überhaupt in der Arena für Pokémon angesagt sind. Yay, geboostet! Thunderwave, dein Ernst? Aha. Ja, natürlich, Thunder! Wow. Ja, nee, da gehe ich raus, das ist mir zu kritisch. Die Menschen, los! Landhorn. Macht einmal Donner, trifft direkt und... Die der hat daneben gehauen. Ha. Try Attack! Pew, pew, pam! 62, das ist natürlich nicht so schön. Ob wir mit unserem Level da überhaupt gegen anhalten, gegen anstinken können, gegen den Arena-Leiter? Ich bin gerade ein bisschen abgefuckt irgendwie. What? Ich wollte gerade sagen, greif mal ein bisschen an, bitte. Alter, wie wenig Damage mache ich denn gegen das Vieh? Wow! Hallo! Was da los? Heftig, die gehen mir hier alle hops. Komm, jetzt kommt Crit, ist gleich wieder alles weg. Ey, es ist nur ein Donner daneben gegangen. Nur einer. Was hat der denn für eine Genauigkeit, bitte? Nett. Kabutops, wir wechseln aus zu Stella. Stella darf mal den Rest machen. Seed-b-b-bomb. Swat Dance, so. Du bist vielfach schwach gegen Pflanzenattacken. Das heißt, du bist tot.
Mothra wird das machen, ich bin mir ganz sicher. Ich werde dann schön mit der Fähigkeit schön hochboosten. Spezialangriff, Spezialverteidigung und Geschwindigkeit. Und dann will ich eins nach anderem mit einem Schlag weghauen. Wow, heftig. Das war ein bisschen wenig Schaden. Hallo? Warum macht der so viel Damage? Das ist die Spezialangriff. Warum denn sonst? Alter, noch einen überlebe ich nicht. Oh. Okay, wir hängen jetzt schon bei den Trainern ziemlich am Arsch. Alter, wie viel Schaden macht der denn? Daran sieht man mal, wie scheiße Tangulos in der Spezialverteidigung ist. Deswegen werde ich ihn auch nur im allerhöchsten Notfall einsetzen gegen den Arena-Leiter. Weil sobald ein Eisstrahl kommt, ist der weg. Der ist instant weg. Der verschwindet. Der löst sich dann direkt in Luft auf. Fuck, das war nicht so schön. Muss ich ehrlich sagen. Diese Musik ist so chillig drin. Yeah. Oh. Okay. Mothra soll auf jeden Fall weiter trainiert werden. Oh, die Menschen muss auch trainiert werden. Das ist Level 66. Wenn ich alle Level 68 kriege vor Marina-Leiter, bin ich zufrieden. Piu. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Also, wo das Ziel ist. Ah, okay. Hallo? Ich verstehe das nicht. Ach, da oben. Das muss man erstmal sehen. Ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen. Ich will zum Arena-Leiter und nicht hier gegen irgendwelche Trainer kämpfen. So. Vielleicht schaffen die Arena-Leiter sogar noch in diesem Part? Ich weiß es nicht. Auch ein Dings. Ich glaube, das war nicht so clever. Oder? Ach doch, war es sogar. So können wir noch einen Trainer umgehen. Cool. Machen wir das mit dir. Einmal links, ne? Versuchen wir mal. Jeder Trainer, den wir umgehen können, ist ein Trainer weniger für den Arena-Leiter. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall kämpfen. Kämpfen? Egal. Wir machen das schon. Let's do this fucking shit. Zabba? Die heißt Zabba, okay. Zabba setzt Gorebiss ein. Thunderbolt! Ich sollte auf jeden Fall vorher nochmal heilen gehen, glaube ich, wegen der AP. Wow, das war ein One-Hit. Und ein Level-Up, sehr geil. Pelikant, bleiben wir drin. Null Problem, ne? Ich kann gleich nochmal bei meinen ganzen TNs gucken. Wow. Bei meinen ganzen TNs gucken, ob ich noch irgendwelche Elektro- oder Pflanzenattacken habe. Anscheinend. Oh, Entschuldigung. Werden hier nur Wasser-Pokémon eingesetzt? Hm? Ja. Fokus liegt wohl auf Wasser. Das ist sehr cool. Dann kämpfe gegen Wasser-Pokémon an. Eigentlich sollte ich dann die Menschen direkt nach vorne packen. Aber ich glaube, mit Mothra kriegen wir das auch hin. Vaporeon. Ach so, Aquana. Cool. Ja. Komm, ich will deine AP nochmal rauben. Ist okay. Bitteschön, friss das. Wow. Das war gerade mal die Hälfte. Heftig. So mehr als die Hälfte ein Stück, aber trotzdem. Von den Menschen habe ich mehr erwartet. Wie sehen überhaupt die AP im Moment aus? Summary. 8 auf Thunderbolt noch. Bugbuster, okay, die ist noch relativ voll.
Und der ist sowieso noch voll. Seed Bomb 11 Mal, das ist okay. Nein! Hehehe, verarscht. Loser, Loser. Ha! Arena-Leiter for the win! Und wir sind bei 10 Minuten, Leute. Eigentlich könnte ich einen Cliffhanger machen, aber bei 10 Minuten ist das Schwachsinn. Wir werden mit Mothra durchstarten. Ich will es versuchen. Entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Leute, no risk, no fun! Oh. Moment, ich brauche TMs. Ganz runter, genau. Was haben wir denn? Ich brauche Psycho, ach, Elektro und... Ja, das hat eine Genauigkeit von 70. Das ist scheiße. Psycho und... Ach, Mann! Elektro und Pflanze. White Charge. Stärke 90. Ach so, macht sich selber Schaden. Nö. Charge Beam. Damit kann man den Spezialangriff erhöhen, wenn man Glück hat. Könnte die Menschen lernen, aber Thunderbolt ist trotzdem besser. Thunderbolt. Kann das nicht auch hier unser Smackbo lernen? Schade. Hätte ja klappen können. Wolfspeech kann keiner lernen, ne? Also ich habe die Attacke noch nicht einmal nutzen können, irgendwie, hätte ich das Gefühl. Gasknoten. Könnte Stella lernen. Da war Saatbombe, oder wie das heißt. Lightscreen. Kann auch keiner lernen, super. Wäre natürlich eine geile Option gewesen. Ja genau, wir bringen Zerschneider bei. Oh, du bist nicht durch. Ja, da müssen wir jetzt so in den Kampf rein anscheinend. Für einen Dreierkampf wäre das sogar die beste Lösung so. Okay. Leute, wir wagen es! Oh mein Gott! Ich habe Angst. Yeah, wie geht der denn ab? Oh nein! Oh nein, ein Wetterteam. Das gefällt mir überhaupt nicht. Fuck, ein Wetterteam, das ist scheiße. Ja, natürlich, ist okay. Hat Regen gemacht, aber trifft trotzdem jedes Mal. Cool, das ist logisch. So gefällt mir das. Ich hatte doch hier Full Restore ein. Mothra muss komplett geboostet sein und dann wird das alles vernichten. Ich glaube... Ja, danke. Ich glaube fest daran. Jetzt sind wir bei 3. Mann, hör doch mal auf damit! Drecksvieh! Wach auf! Mutter, mach jetzt keinen Quatsch. Mann, steh auf, du blödes Mistvieh! Wie süß. Und das vierte. Das Gold, okay. Solange die speziell angreifen, habe ich kein Problem damit. Fünfte. Kein Crit jetzt, kein Crit jetzt, kein Crit jetzt. Okay, einmal heilen. Hat der Regen aufgehört eigentlich inzwischen? Klar, ist in Ordnung. Nee, es regnet immer noch. Wir boosten uns bis zum Anschlag, Leute. In der Hoffnung, dass wir alles damit einen Schlag downhauen können. Meine Geschwindigkeit ist auch dann auf Maximum. Das heißt, wir haben so oder so immer den ersten Schlag. Oh, du mit deinem Dreckshypnose, ey. Mann.
Wann hört eigentlich der Regen auf? Ah, ist gut, dass das Vieh zuerst da ist, weil so können wir uns schön boosten. Es kann nichts weiter gegen uns machen. Das war's, wir sind auf Maximum. Und er ist auf Nervkurs. Alter! Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Nö, ist in Ordnung. Level 64 übrigens, sehe ich gerade. Okay, wir greifen jetzt an mit Bugbuzz. Come on! Jawohl. Politoed ist down. Caracosta. Oh, wie cool! Na, ja, das ist ein Gestein-Pokémon, das heißt, Käferattacken sind nicht sehr effektiv. Psychokinese. Nein! Nein! Scheiße, stimmt! Oh, sowas Blödes! Fuck. Ich hab gedacht, dass unsere Verteidigung das aushält. Hatte der Fokusband drauf? Ist das ein Scherz? Ich dachte, das wäre seine Fähigkeit gewesen, dass er überlebt hat. Ja, das war's auch mit Stella. Wow, hat überlebt. Oh, what the fuck? Wir wechseln auch zu den Menschen. Aber ehrlich, ich habe echt gedacht, also ich wäre in Gedanken so bei hoher Verteidigung, dass ich nicht da. Das ist ein Geist-Pokémon, ne? Ist Shadow Ball nicht sehr effektiv? Nee, ne? Ah, das ist super effektiv, cool. Was? Cursed Body? Was heißt das? Verstehe ich gerade nicht. Wie kann man das so einfach überleben? Alter, du kriegst mega Schaden von... Alter. Ach so, ist gesperrt. Danke. Ludicolo, das ist natürlich sehr geil jetzt. Eins der Pokémon, gegen die ich überhaupt nicht gerne antrete. Und es ist sogar als erstes dran. Mit Regen und Hydropumpe. Geil. Das ist super. Ja, natürlich! Normaler Treffer. Geil. Hammer. Oh, Mann. Ich habe echt gedacht, dass wir damit jetzt so durchkommen mit unserem Team. Bis zur Pokémon-Liga. Ich hab's gehofft. Ey, dass Taubos durch eine Hydropumpe drauf geht, hätte ich nie im Leben gedacht. Ohne Scheiß. Oh, Citra King. Das meinst du nicht ernst? Oh. Sein letztes Pokémon. Natürlich hat der Draco-Meteor. War klar. Ist logisch. Passt schon. Ja! Ja! Hammer! Woo! Jackpot! Super geil! Gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Drei Pokémon habe ich verloren, Leute. Drei. Wie bitter ist das denn bitte?
Oh, heftig. Hätte ich das anders machen können? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht. Boah. Na, springt erstmal in Sprintenrunde. Alles klar. Ja, wie weit kann ich hier jetzt schwimmen? Bis zum Start? Cool, bis zum Start. Wenn ich jetzt raus und wieder reingehe, hätte ich dann nochmal... ist das Ding dann immer noch da? Oh, wehe. Willst du mit mir reden, ne? You got all of gadgets, you really something. Usually you got to the Pokémon Leech now, but... ja, Team Plasma kommt zuerst. Aha. Ja. So you think Team Plasma bad, then? Ja. I get it. Where bad you... So you fight them. Mhm. Oh. Ey, ich hab keinen Bock schon wieder zu trainieren offscreen. Diese Kinder got me down. Route 22 ist oben, ich weiß. Ich trainiere auch jetzt nicht. Ich hab da keinen Bock zu. Hab ich ehrlich nicht. Ich behalte erstmal meine drei Pokémon, die ich noch habe. Die Menschen kann einiges reißen, Stella kann einiges reißen und Ryder ist auch nicht schlecht. Also damit sind wir eigentlich im Moment noch gut bestückt und die sollten einiges aushalten. Das heißt, wir werden erstmal vor der Pokémon-Liga werde ich sicherlich mein Team nochmal umgestalten müssen. Aber bis dahin werde ich mein Team doch so behalten können. Oh, wenn er jetzt auf Wetterteam... Wir hatten jetzt ein Wasserwetterteam. Wir hatten ein Eiswetterteam, fehlt noch das Sandsturmteam. Oder hatten wir schon mal ein Sandsturmteam? In Blaze Black 1 auf jeden Fall. Sandsturm fehlt noch. So. Ja. Smetbo, du hast so eine geile Arbeit geleistet, ohne Scheiß. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du drauf gehst in der Arena. Du hattest immer so ein Glück. Du bist immer mit 3-4 KP hast du überlebt. Oh Mann, ey. Was ein tolles Pokémon. Es hat aber wirklich die zweite Chance, die es von mir gekriegt hat, mega gut genutzt. Ehrlich. Mit dem hatten wir nicht so lange das Vergnügen und Taubos relativ. Wir nehmen jetzt mit ins Team. Was fehlt uns denn? Auf jeden Fall Maschott, ne? Du bist ein Käfer, ne? Nehme ich dich mit? Ein Käfer-Pokémon kann ja nicht schaden. Fehlt noch ein Wasser-Pokémon. Warte mal. Summary. Andella Bay. Hatte ich schon mal was anderes da gefangen? Cassia, Andella Bay. Nein. Ich gucke jetzt nochmal in der anderen Box. Ich werde wahrscheinlich die Parts auch nochmal durchgucken müssen. Nee. Habe ich da schon mal was gefangen? Ich glaube, ich darf diesen, diese Robbe benutzen. Nein, Mann! Withdraw will ich. Dann nehme ich mir dieses Vieh doch einfach mal mit. Die Qualle. Wieso nicht? Nett, dann haben wir schon mal wieder ein volles Team. Ich werde den Rahmen noch nicht erweitern. Erst dann, wenn alles soweit fertig ist, denke ich. Da wartet auf jeden Fall viel Training auf mich. Alle 30 Level, Alter.
Ja. Beim nächsten Mal werden wir Route 22 besuchen, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Blaze Black 2 im Zeichen der Nostalgie. Schaut rein, schaut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dengoku Senpai.